halb neun. Ihr seid eins Frühstücksfernsehen. Guten Morgen. Verschlammte Anträge, ignorante Mitarbeiter, abstruse Jobvorschläge. Im wahrsten Sinne des Wortes schlecht beraten fühlte sich die gelernte Köchin Johanna Richter, als sie arbeitslos wurde und erste Erfahrungen mit einem Jobcenter machte. Wenn sie sich nur aufs Amt verlassen hätte, hätte sie 4 Monate lang nichts mehr zu essen gehabt. Bis heute kann es Johanna Richter kaum glauben, was sie hier beim Arbeitsamt in Krefeld erlebt hat. Als sie vor 2 Jahren ihren Arbeitsplatz verliert, erhofft sich die Köchin vom Jobcenter einen Weg aus der Krise. Doch was sie bekommt, ist eine Fahrt ins Durcheinander. Da habe ich echt negative Erfahrungen gemacht. Mit langen Wartezeiten, mit Anträgen, die verschlammt worden sind und mit Verhalten gegenüber Kunden. Ohne meine Mama wäre ich, glaube ich, echt auf der Straße gelandet. Nach der Ausbildung als Köchin startet Johanna ihren ersten Job bei einer großen Hotelkette. Doch am Ende der Probezeit wird sie überraschend nicht übernommen. Ein Schock für die damals 21-Jährige, die sich gleich auf die Suche nach einem neuen Job machen will und beim Arbeitsamt auch Arbeitslosengeld beantragt. 2-mal wurde mein Antrag verschlammt und ich musste dann fast 4 Monate darauf warten, bis ich endlich Geld bekommen habe. Habe dadurch dann keine Miete zahlen können, keinen Strom gehabt, nichts zum Essen, Trinken, alles, was zum Leben halt gebraucht wird. War nicht möglich, hatte ich nicht, weil das Amt halt unvollständig oder gar nicht gearbeitet hat. Ein verschlammter Antrag auf Arbeitslosengeld und das auch noch 2-mal hintereinander? Wie ist das möglich? Wir fragen den Chef des Arbeitsamtes in Krefeld. Natürlich kann es sein, wenn wir 16.000 Anträge im Jahr bearbeiten, dass dann ein Antrag vielleicht nicht auffindbar ist. Und wie oft kommt das vor? Nun ist es in der Natur der Sache natürlich schwierig, etwas zu messen, was nicht da ist. Insofern haben wir natürlich keine Erhebung darüber, über verlorene Anträge, wie Sie es beschreiben. Das kommt sehr selten vor. Johanna hat's erwischt. Ihr Antrag ist verschwunden. Aber die Menschen auf dem Amt entwickeln anscheinend auch nicht viel Energie, um ihr zu helfen. Inzwischen hat Johanna ein Buch über ihre Erlebnisse geschrieben. Ein Gespräch mit dem Empfang der Abteilung für Arbeitslosengeld beschreibt sie darin so. Haben Sie einen Termin? Nein, ich habe keinen Termin. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin. Ich habe angerufen. Mehrfach. Ich bekomme erst einen Termin, wenn mein Antrag bearbeitet ist. Das ist er aber offensichtlich noch nicht. Jetzt will ich wissen, warum. Das kann Ihnen nur ein Sachbearbeiter sagen. Ja, und deshalb will ich mit einem sprechen. Nicht ohne Termin. Ich bekomme aber keinen Termin. Das tut mir leid. Rufen Sie an. Bei uns arbeiten Menschen für Menschen und wir bemühen uns natürlich, dass wir allen unseren Kundinnen und Kunden von ihren Anliegen her gerecht werden. Es gab bestimmt auch Mitarbeiter, die motiviert sind, die sind mir leider nicht über den Weg gelaufen. Irgendwann ist der Antrag dann endlich durch. Johanna bekommt Jobangebote. Im Beratungsgespräch beim Arbeitsamt zeigt sie sich flexibel. Die Köchin könnte sich durchaus vorstellen, im Einzelhandel zu arbeiten. Der Vorschlag des Jobcenters. Ich sollte doch lieber Nageldesignerin werden. Oder Sonstiges. Sie hatten ein kleines Buch, da drin blätterten sie mit sämtlichen Berufen, die es gibt. Und nach Lust und Laune guckten sie sich was an und sagen, noch, das ist ein Job für dich. Und da habe ich auch gedacht, okay, da ist jemand wirklich fachlich am Werk. Wir sind da seit dem Jahr 2012, wo jetzt dieser Fall spielt, deutlich besser geworden. Wir haben uns mittlerweile so weit technisiert, dass wir alle Schriftstücke einscannen, zentral und nur noch elektronisch versenden. Der Fall letztendlich, glaube ich, wenn ich das Buch bis zu Ende gelesen habe, ist sie doch in Arbeit gekommen und das ist, glaube ich, unser aller Ziel. Mittlerweile arbeitet Johanna in einem Schnellrestaurant. 70 Bewerbungen hat sie geschrieben. Sie ist froh, dass sie wieder einen Job hat und hofft, dass sie nie wieder zum Arbeitsamt muss. Ja, wir sind schon mitten in der Diskussion. Johanna, guten Morgen. Was dir da passiert, das ist echt haarsträubend. Und wenn du den Leiter des Jobcenters jetzt so hörst, selbstgefällig, er sagt, na gut, sie hat ja jetzt einen Job, haben wir ja alles richtig gemacht. Was macht das mit dir? Macht mich wütend, weil die hatten nichts damit zu tun und ich musste mich ja selber drum kümmern. Und da hätten die auch nicht für bezahlt werden müssen. Erzähl mal von deinem ersten Eindruck. Du gehst ins Jobcenter und wie war das? Man kommt dahin, man wird doof angeguckt. Man wollte mir sofort Hartz IV andrehen und ich hätte einen Antrag in einem anderen Gebäude bestellen sollen und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte gerne Arbeitslosengeld 1, ich habe meinen Job verloren und man hat mich nicht ernst genommen. Das zog sich ja dann quasi so durch. Ne? Auch deine Wünsche hat man nicht wirklich ernst genommen. Was hast du denn gesagt, was du gerne machen würdest, alternativ? Einzelhandel. Ich war bereit, noch eine Ausbildung abzuschließen. Ich bin ja noch jung. Ja.
Und dann hat man mir gesagt, nein, Einzelhandel nicht. Wir haben Nageldesignerin, können Sie werden, dauert nur ein paar Wochen, dann können Sie das. Oder Fachangestellte im Gesundheitswesen, Statistiken herstellen und so. Mhm. Alles ganz tolle Sachen, die ich auf jeden Fall immer schon in meinem Leben machen wollte. Und du hast auch einiges angenommen, einige Angebote. Was hast du so versucht? Ich war im Service, in einem kleinen Restaurant, danach in der Küche wieder, aber es waren alles nur Sachen, die hinausgezogen wurden, günstig, also günstig für den Steuerzahler arbeiten, aber dann halt keinen richtigen Lohn kriegen, sondern nur vom Arbeitsamt leben. Okay, und deswegen ja auch nicht interessant für die Arbeitgeber, die dann mit dir gearbeitet haben. Du hast 4 Monate tatsächlich ohne Geld auskommen müssen. Wovon hast du da gelebt? Die ersten paar Wochen von gar nichts. Also ich habe mich so durchgegessen. Bei meiner Mama war ich dann immer mal wieder essen bei Freunden oder so. Mir war das auch unangenehm, also zu sagen, ja, ich habe jetzt gar kein Geld, ich kriege kein Geld. Der Strom wurde abgestellt. Ich hatte im Winter kein warmes Wasser, keinen Strom, keine Heizung. Es war unglaublich und unangenehm. Also, klar. Also, wie haben die darauf reagiert, wenn du dann? Gar nicht. Also ich war irgendwann mal da war ich echt sauer und habe gesagt, so jetzt, wenn nichts was passiert, verliere ich meine Wohnung und dann kann ich auch gerne bei Ihnen hier unten in der Lobby einziehen und müssen Sie damit leben, wenn Sie nicht in die Pötte kommen. Ja. Und dann ist reagiert worden letztendlich, aber du hast auch nicht das ganze Geld wieder bekommen, ne? Wieso nicht? Weil der Antrag erst dann zählt, wenn der eingegangen ist und da der verloren gegangen ist und das zweimal zählt, ist das halt nicht. Und das scheint leider häufiger vorzukommen. Auf unserer Facebook-Seite schreiben viele, viele Zuschauer von Anträgen, die verloren gegangen sind und dann Geld. Ich meine, da hängen ja auch Schicksale dran, ne? Ja, klar. Wie waren die Mitarbeiter? Welche Erfahrung hast du mit den Mitarbeitern? Hast du das Gefühl gehabt, die wollten dir wirklich helfen? Nee. Konnten nur nicht? Also ich hatte oft das Gefühl, schnell bearbeiten, wegschieben, der Nächste, dann Mittagspause, Feierabend und alles gut. Mhm. Wenn man bis 12 nicht da war, wurde man sowieso kaum beachtet, weil Punkt 12 ist da, sind die Schotten dichter. Mhm. Also ob man eine Minute vorher da ist, das zählt nicht. Und wie hast du denn deinen Job gefunden letztendlich? Ich bin selber auf Suche gegangen und ich habe auch vorher zwar mich immer überall beworben, aber an dem Tag hatte ich dann echt Glück. Und wir hatten alles Gute. Ich weiß, du bist total happy mit deinem Job. Ist zumindest so ein bisschen, hat das was mit Kochen zu tun, ne? im weitesten Sinne. Da fragt man sich ja sowieso, ich meine, Köche werden noch gesucht, händeringend. Wieso hat das nicht funktioniert? Ja, Saisonarbeit wird halt hauptsächlich gesucht oder günstige Arbeiten, ne? Hilfsarbeiten oder so. Und das sind halt nicht Dinge, ich wollte was Festes haben. Ich wollte was haben mit Zukunft und nicht, wo ich in 6 Wochen wieder gehen kann, weil die Saison vorbei ist. Klar. Kann man ja auch verstehen, ne? Ganz, ganz abstruse Geschichten auch vom Jobcenter auf unserer Facebook-Seite. Sie haben echt schon einiges erlebt. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber erzählen, vorlesen. Dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Spannendes Buch. Schauen Sie mal rein.